eigentlich doch ganz hübsch, was der Markt da macht, nämlich eine Verschnaufpause, die ist ja durchaus zu erwarten gewesen. Und er ziert sich noch mit der schnellen Bewegung nach unten. Aber ich sage mal, der Tenor dieser gesamten Überlegung, das ist ja auf jeden Fall schon mal nachvollziehbar. Ob es wirklich so steil geht, wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, das werden wir noch mal sehen. Aber es wäre zumindest mal ein sehr typisches Bild und würde eigentlich wunderschön passen hier in dieses Szenario. Lassen wir uns also überraschen, ob der Kurs das aktuell macht. Im Moment ist er da ja noch etwas harmlos unterwegs hier, wenn wir uns das angucken. Schneller wäre schon möglich. Also es ist noch nicht wirklich das letzte Wort hier offensichtlich gesprochen. Beim Nasdaq sieht das sogar ein bisschen auffälliger aus im Sinne der starken Bewegung hier. Und was ist das jetzt hier? Also es ist noch nicht wirklich durch, dass der Nasdaq sich an die anderen Indizes hier wirklich anpasst. Im Kleinen sieht das eher noch so aus, als ob er noch aufbegehrt gegen das, was die anderen hier leisten, also die Blue Chip Indizes, der DAX, der Dow und der S&P 500. Ihr seht also, ich springe ein bisschen hin und her, denn die Suche nach dem perfekten Trade, das ist immer nicht so einfach, je nachdem, was der Markt da bietet, wann er denn dann tatsächlich auch losschlägt. Beim S&P beispielsweise ist das Grobprinzip natürlich genau das gleiche. Und solange der Kurs jetzt hier nicht neue Hochs wieder aufbaut, ist das ja alles gar nicht so schlecht im Sinne von, ach, gucken wir mal auf die Abwärtsseite. Also, der Markt immer noch in der Findungsphase, was das Ganze angeht. Es sieht aber demnach danach aus, als ob egal was nach oben, ob es überhaupt nach oben geht oder ob der Kurs jetzt direkt nach unten wegbricht, das, was wir hier haben, nicht mehr diese Dynamik hat, wir also diesen Arm entweder schon fertig haben oder aber er in den letzten Zügen ist und damit dann erstmal wieder Abwärtsbewegung ein bisschen angesagt ist. Das ist allerdings nicht wirklich auf die Tiefe gesehen. Also dieser Rücksetzer alleine, der würde noch nicht ausmachen, dass wir bis da runtergehen. Nein, im Gegenteil. Je wackeliger das hier runtergeht, desto eher würde das sogar für die Long-Seite danach nochmal widersprechen. Also es zieht sich allerdings voraussichtlich noch ein bisschen, bis da die nächste Klarheit ist. Und denkt immer daran, hier auch auf den Trigger zu warten. Dann wollen wir mal gucken, was Gold inzwischen schon geleistet hat. Gold ist ja ebenfalls mit einer starken Abwärtsbewegung, also ebenfalls ist gut, mit einer starken Bewegung gesegnet, in dem Fall aber abwärts, andersrum als die Indizes. Und hier haben wir vielleicht jetzt genau dieses umgekehrte Bild jetzt hier in der hoffnungsfrohen Erwartung nochmal einmal runter. Ich weiß, das ist nicht sehr beliebt, aber wenn wir hier ein wackeliges Aufwärtsmomentum nur kriegen, dann wäre das eben das durchaus realistische. Also rechnet bitte damit auf jeden Fall. Nur wenn der Markt so geht, ja gut, dann wird man noch nicht auf der Unterseite getriggert, dann hätte man vielleicht tatsächlich die Long-Seite lieber und den muss man dann halt auf die nächsten Rücksetzer warten, um dann eben versuchen, wieder mit dabei zu sein. Ihr seht, ein ewiges Wechselspiel beim Goldkurs bleibt es allerdings aus meiner Sicht tendenziell eher nochmal auf der Abwärtsseite. Das sind jetzt keine riesigen Rücksetzer, aber ich sage mal so, dieses wesentliche Bewegungsmomentum, das ist offensichtlich eher nach unten. Das war hier vorne so, in der Mitte so, hier ist das so. Während die Aufwärtsbewegung, das, was wir hier haben, ja noch nicht wirklich begeistert beispielsweise. Und ob das jetzt hier begeistern kann, das steht noch aus. Aber im Augenblick deutet sich das ja auch noch nicht an. Also da droht schon wieder die nächste Überlegung hier tatsächlich auf die Abwärtsseite. Aber der Markt voller Drohungen, aber noch nicht voll vollendeter Taten. Das ist also hier noch nicht der Zeitpunkt, um direkt schon vor Begeisterung loszutreten. Die Bewegung muss also offensichtlich noch sich ein bisschen weiterentwickeln, bevor man da dann entsprechend sich positionieren kann. Wer solche Situationen oder Ideen nicht verpassen will, der ist natürlich mit dem Trade des Tages hier auf finanzmarktwelt.de ganz gut aufgestellt. Meldet euch da an, da stellen wir immer wieder einzelne Trades vor und schlagen vor oder stellen vor, wo wir unsere Ein- und Ausstiege da haben. Wer möchte, kann natürlich auch sich diese Nachrichten auf Smartphone, nicht nur diese, sondern viel, viel tiefer gehende, mitunter viel umfangreichere, unterschiedliche Ideen und so weiter auf Smartphone schicken lassen. Dafür einfach anmelden auf Born for Trading. Das haben wir hier ebenfalls so unten drunter verlinkt. Dann habt ihr die Möglichkeit, das sogar kostenfrei für eine gewisse Zeit zumindest mal erstmal zu erhalten und damit die ein oder andere Idee davon noch umsetzen zu können. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.